Da bin ich aber gespannt jetzt. Wenn Herr Danzer seine Schuhe putzt, geht das ohne Schuhcreme. Die Innenseite einer Bananenschale tut es nämlich auch. Ach, die haben es nötig. Die haben es nötig. Herr Danzer ist ein Virtuose in der strengen Kunst des Sparens. Schau her, so macht man das. Und dann glänzt es wunderbar. Seine Frau kennt das schon. Wir können die Schuhcreme in Zukunft sparen. Schon wieder was gespart. Wir unternehmen eine Expedition durchs sparsame Deutschland und treffen Knicker, Knauser und Pfennigfuchser. Es ist nicht Geiz, ich spare, weil ich so erzogen bin. Wir treffen Leute, die sorgsam mit Zeit, Geld und Ressourcen umgehen. Anschließend kann man mit dem Ohrenschmalz zum Beispiel noch ein quietschendes Scharnier einfetten. Wenn man rechtzeitig anfängt und kontinuierlich spart, kann man früher aufhören zu arbeiten. Der Schuppen hinten, der ist auch noch voll mit Holz. Und das reicht jetzt so 3-4 Jahre mindestens. Wenn Peter Danzer in Nürnberg einkaufen geht, lässt er die Sonderangebote der Schnäppchenmärkte meistens links liegen. Denn was hier verkauft wird, braucht eh keiner, sagt er. Und steuert lieber die echten Geheimtipps für Sparbrötchen an. Herr Danzer kennt einen Laden, in dem es ausschließlich Backwaren vom Vortag gibt. Der Besitzer war arbeitslos, bis er auf die Idee kam, einer Brotfabrik ihre tägliche Überproduktion super günstig abzukaufen. Nun hat Nürnberg einen Arbeitslosen weniger und Herr Danzer bekommt alles für einen Euro. So, bitteschön. Krustenbrot. Ja, kräftiges Brot, ja. Mit schöner Rinde. Noch ein paar Schnecken, die mag Frau Danzer so gern. 12 Bäckle im Säckle. Brötchen, ja genau. Ja. 12 Bäckle im Säckle. Und dann das ist noch mit Stimmen. Das hintere noch. Na, das da. Genau das brauchen wir. Eine Schnecke und eine Ja, genau, hervorragend. Jawohl. Wunderbar. Drei Teile, drei Euro. Also, ich bin immer wieder begeistert. Ja. Weil ich sage, man kann wirklich sparen. Okay. Und schmeckt lecker. Also, gut. Ne? Die Leute, die frisch kaufen, sind selber schuld. Ja. Muss ich sagen. Peter, vergesst das Teelicht nicht. Oh ja. Mit den Teelichtern hat es bei den Danzers eine besondere Bewandtnis. Warum ist das im Kühlschrank, Herr Danzer? Teelichter halten doppelt so lang, wenn man sie vorher einfriert. Herr Danzer hat 40 Jahre in der Buchhaltung beim Unternehmen Quelle in Nürnberg gearbeitet. Während die einst superreichen Quelle-Eigentümer jetzt Geldsorgen haben, können die Danzers heute prima leben. Danke. Herr Danzer weiß, wie viel er seiner Erziehung zur Sparsamkeit zu verdanken hat. Also mein Großvater war ein Schwabe. Und ich muss dazu sagen, Schwaben sind nicht geizig, die sind sparsam. Und eines muss ich sagen, wir sind wirklich dankbar, dass unsere Eltern uns das Sparen gelernt haben. Die leckeren Schnecken für einen Euro werden nicht eingefroren, aber noch einmal halbiert. Wirklich lecker. Da kaufen wir jetzt immer einen. Vom Vortag merkt man gar nicht. So. Oh, das ist schon fast gar. Da kann man auch sparen. Das fülle ich jetzt noch mal auf. Und schaut mal, wieder frische Seife. Das kann man ein paar Mal machen. Und da, wunderbar, das ist immer noch Seife dran. Da ist richtig Schaum. Umso mehr man verdünnt, umso besser wird's. So. Tipps wie diesen findet Herr Danzer vor allem im Internet. Hier wimmelt es nur so von Webseiten, die das Leben schöner, weil billiger machen. Na toll. Keine Fernsehzeitung kaufen, sondern in der Apotheke die Apothekenumschau holen. Hier ist das ganze Fernsehprogramm in der Übersicht vorhanden und es kostet nichts. Das müssen wir doch gleich mal probieren. Nicht nur billig, sondern gleich gratis. Der Opa hätte seinen Spaß gehabt. Doch auch im Norden finden wir Menschen, die sparen, wo sie können. Zum Beispiel Herrn Jürgens in seiner Villa in Hamburg-Niendorf. Nehmen wir nur seinen Wasserverbrauch. Das ist das Spülwasser von der Waschmaschine. Das wird in die Eimer aufgefangen
und wird für die Toilettenspülung genutzt. Das sind immer 10 Liter Eimer Wasser. Halbiert man den Wasserverbrauch, was die Toilettenspülung angeht. Und man spart Trinkwasser. Herr Jürgens war früher Fernsehtechniker und Kfz-Mechaniker. Nun lebt der Individualist schon viele Jahre allein im selbstverdienten Eigenheim und spart an allem. So einfach ist das. Und je nach Wäsche hat man hin und wieder auch mal farbiges Spülwasser. Rot, blau, lila. Doch goldene Wasserhähne gibt es auch. Wohl kaum vom Wassersparen. Und Herr Jürgens hat noch mehr davon. Wenn wir Zeit haben und wissen, wo man in Hamburg sowas findet, auf Stahlschrottplätzen, nicht keine Autoschrottplätze, dann findet man Armaturen ohne Ende, vergoldete Armaturen, die werden weggeschmissen und die kosten dann Höllengeld im Prinzip. Nur kleines Geld kosten die 4 Zimmer, die Herr Jürgens an junge Leute untervermietet hat. Er selbst wohnt im Wohnzimmer. Alle Nebenkosten werden geteilt. Ich suche mir entsprechende Leute, die annähernd gleiche Einstellung haben wie ich. Sonst könnten sie auch alleine wohnen, aber dann müssten sie ja wieder alleine für alle Kosten aufkommen. Und das funktioniert seit 40 Jahren bei mir. Haus und Grund teuer zu verkaufen, kommt für den 69-Jährigen nicht in Frage. Was soll ich mit Geld, wenn ich nicht weiß, wo ich denn hin soll? Das ist, brauche ich nicht, nö. Mittagszeit. Herrn Jürgens steht heute der Sinn nach einem besonders leckeren Mahl. Sein Auto kann mit Mofa-Führerschein gefahren werden. Der Diesel braucht 3 Liter auf 100 Kilometer. Ziel ist die Betriebskantine der Hamburger Stadtreinigung. Tüchtige Müllmänner müssen ordentlich zu essen kriegen, das weiß Herr Jürgens zu schätzen. Als Externer kostet es ein bisschen mehr, aber für 4 Euro gibt es eine Riesenportion. So eine ausreichende Menge, oder nicht? Nach dem Essen wird Herr Jürgens noch einige Besorgungen machen. Fast täglich holt er sich seine Zeitung in der U-Bahn. Kostenlos natürlich, wenn gerade eine Bahn einfährt. Leider ist hier nur ein Boulevardblatt liegen geblieben, das ihn nicht ausfüllt. Ich muss jetzt noch die Mülleimer durchgucken, um noch weitere Zeitungen zu finden. Ein seriöseres Blatt ist heute nicht dabei, doch gleich daneben etwas viel Besseres. Mehr als 2600 Fahrräder werden in Hamburg jährlich illegal entsorgt. Und ein solches Vorderrad kann er schon lange gebrauchen. Denn Rolf Jürgens sammelt nicht nur goldene Wasserhähne, sondern auch kaputte oder unvollständige Fahrräder, die er wieder flott machen kann. Hin und wieder verkauft er auch mal eins. Und manchmal macht er sogar originelle Erfindungen. So, hier haben wir mal ein Beispiel, weil das mir alles zu blöd wurde in letzter Zeit. Ich hatte so oft Plattfuß und musste so auf den Reifen flicken. Da sind jedes Mal so kleine Steinchen drin, die sich durch die Decke durcharbeiten. Da habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt mal für immer beseitigen und habe mir eine alte Decke genommen, die nichts kostet. Als Beispiel ein Stück, eigentlich eine ganze Decke zerschnitten. Den Rand hier abgeschnitten, den starken Drahtrand, und die Decke in die Decke reingesteckt. Und das heißt, ich hatte eine doppelte Decke. Und die habe ich in dieses Fahrrad hier eingebaut, so als doppelt. Nun bin ich immer gespannt, wie lange ich damit jetzt fahre ohne Plattfuß. Zeit für die Lektüre der ergatterten Zeitung. Dazu schmeckt ein Joghurt, den Herr Jürgens nachts im Müllcontainer eines Supermarktes gefunden hat. Waren mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum werden dort entsorgt. Man muss zwar jeden Tag losfahren und gucken, ob was da ist. Muss man nicht, aber ich tue es eben aus Neugierde. Und was er so findet, wird ordentlich eingelagert. So, das ist das Ergebnis mit eingefrorenem Brot. Alles noch verpackte Fleischsorten und Wurstsorten. Ist ja alles verpackt, ist ja nicht aus dem Müll rausgezogen. Da ist alles bei, da ist Aufschnitt bei, da ist Lachs bei, alles bei. Nee, kein Problem. Da sind Getränke bei. Und ist mir noch nie schlecht geworden von. Was macht das so im Jahr?
Was wir da sparen? Wenn ich 10 Euro am Tag veranschlage für Essen und Trinken, bei 365 Tagen im Jahr, 3.650 Euro. Abends werden Einnahmen und Ausgaben notiert. Das Ziel des gewieften Pfennigfuchsers: mit immer weniger Geld auskommen. Das würde ich wirklich vielen Leuten mal raten, mal zu Bewusstsein zu kommen und wirklich mal täglich aufzuschreiben, wo bleibt jeder Cent. Sein bester Spartrick? So viel Geld im Monat wegzulegen, wie ich kann. Was übrig bleibt. Und das möglichst viel. Wenn man es zu einem Haus mit goldenen Wasserhähnen und einem ganzen Fuhrpark flotter Kleinautos bringen will, muss man sein Geld schon zusammenhalten. Und das sollen die notorisch sparsamen Schwaben ja besonders gut können. Stimmt das? Wir verabreden uns mit zwei schwäbischen Hausfrauen. In Bad Schussenried bei Ulm lebt Frau Schwierzhauer. Sie hat 3 Kinder großgezogen und gibt Kurse bei Landfrauen und Schülern, genannt Haushaltsführerschein. Heute bekommt sie Besuch von Frau Hanuschka aus Blaubeuren. Die Betriebswirtin ist Dozentin und Buchautorin zum Thema Sparen und immer auf der Suche nach guten Spartipps. Grüß Gott, Frau Hanuschka. Kommen Sie rein. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, vor 13 Jahren habe ich mein Sparbuch geschrieben. Habe ich Ihnen mitgebracht. Oh, schön. Ja, haben Sie nicht auch festgestellt, dass es eigentlich nicht den Spartipp gibt, sondern dass es die vielen kleinen Dinge sind? Ja, die Grundeinstellung im Leben. Ja, ich denke auch, ich bin so erzogen, ich bin so aufgewachsen, dass man auf Dinge Acht gibt, dass man sie sorgfältig behandelt und dann halten sie entsprechend lang. Wenn Sie sehen, hier beispielsweise meine Brotschneidemaschine, die habe ich zur Hochzeit bekommen und die funktioniert immer noch. Ja. Es gibt so einen schönen schwäbischen Spruch, mit dem Alter kann ich das Neue halten. Also wenn man ein altes Gerät hat und es lange erhält, dann braucht man nicht so früh wieder was Neues. Sie haben so einen schönen alten Herd, ist der mit Holz? Ja, der ist mit Holz. Ich heize das ganze Haus mit Holz. Ich habe diesen Herd, auf dem kann ich auch kochen. Hier kann ich auch noch backen. Und mein Sonntagsbraten mache ich hier drin. Ich brauche keine Energie, ich habe warm und ich kann gleichzeitig noch mein Essen machen. Und auch was auf den Tisch kommt, kostet wenig. Da kommen wir jetzt in meine Schatzkammer. Ja, toll. Vorratshaltung ist eine der Grundsäulen beim schwäbischen Haushaltsführerschein. Und der Spareffekt einer tüchtigen Hausfrau ist nicht unbeträchtlich. Also mein Mann hat mir mal ausgerechnet, dass es mehrere hundert Euro sind im Monat. Er sagt, du brauchst nicht berufstätig zu sein, du erwirtschaftest zu Hause so viel, dass das so viel könntest du mit stundenweiser Arbeit nicht erwirtschaften. So, Frau Hanuschka, dann schauen wir mal nach dem Holz. Genau, was Ihr Mann mit Begeisterung. Ja, da werden Sie staunen. Boah. Das geht hier über die ganze Länge des Gartens und der Schuppen hinten, der ist auch noch voll mit Holz. Und das reicht jetzt so 3-4 Jahre? Mindestens. Eher 4 bis 5. Mhm. Da hat er jetzt wieder gesägt diese Woche. Herr Schnierzhauer rechnet als verbeamteter Wirtschaftsprüfer Tag für Tag trockene Bilanzoperationen großer Firmen nach. Den Ausgleich sieht man hier. Also, wenn Sie noch mehr Staufläche hätten, hätten Sie wahrscheinlich noch mehr Holz. Ja, ich habe ihm verboten, noch eine Holzhütte zu bauen. Ah ja, okay. Neben der heimischen Holzwirtschaft sind privater Obst- und Gemüseanbau weitere Fächer beim schwäbischen Haushaltsführerschein. Ich denke schon, dass man belächelt wird, wenn man sehr sparsam ist. Und es ist immer so dieser Hintergedanke von Geiz. Aber es ist nicht Geiz. Ich spare, weil ich so erzogen bin, weil ich das mein Leben lang gewohnt bin. Und ich spare auch, dass ich mir etwas leisten kann. Frau Hanuschka kennt aus ihren Buchrecherchen sogar Extremfälle, die es sich allein durch Sparsamkeit leisten konnten, in Vorruhestand zu gehen. Also ein Freund von mir, der hat schon mit 16 Jahren gewusst, er spart 2/3 seines Einkommens und er gibt nur 1/3 aus und hört mit 32 auf zu arbeiten. Ich war ganz überrascht und dachte, bin ja mal gespannt. Er hat wirklich mit 32 aufgehört zu arbeiten. Er ist jetzt mittlerweile auch um die 50 und der macht auch einen ganz harmonischen, zufriedenen Eindruck. Ich denke, das ist ein Klischee, das Sparen wie die Schwaben. Aber es ist natürlich schon so, dass wir damit aufwachsen, dass man bewusst mit Dingen umgeht, dass man Dinge pflegt. Das fließt alles mit ein und wirkt sich letztendlich auch im Sparen aus.
Und tatsächlich führt uns die schwäbische Sparexpertin Frau Hanuschka dann zu einer Bekannten, die allein durch Sparsamkeit ihren Vorruhestand finanziert. Sogar samt Eigenheim. Das solide gebaute Holzhaus im Ort Steinhausen ist 4x4 Meter groß und hat schon eine gewisse Berühmtheit erlangt. Hallo. Hallo, hallo Frau Donat. Dürfen wir uns angucken, wie schön Sie hier wohnen und Ihr Häuschen anschauen? Ja, einer von vielen Besuchern? Ja, interessiert alle Leute. Ja, kommen Sie rein, ja. Hausbesichtigung ist hier ganz schnell fertig. Sie stellen sich in die Mitte rein und drehen sich einmal um. Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, ja, alles in einem. Stühle, Tische, Sofa, Bett, das braucht einen Haufen Platz. Und sobald Sie sagen, okay, darauf verzichte ich, ich schlafe auf dem Boden, ich sitze auf dem Boden, wenn ich was arbeite, wenn ich esse, dann können Sie hier drinnen auch mal zu einem Fest 20 Leute unterbringen, ist überhaupt kein Problem. Frau Donat hat immer nur 3 Monate im Jahr gearbeitet und von dem Geld das ganze Jahr gelebt. Dann hat die Mutter von 3 Kindern für insgesamt 135.000 D-Mark ihr Häusle gebaut und ist mit 58 in Ruhestand gegangen. Jetzt lebt sie von 700 Euro im Monat. Ich habe keinen Stromanschluss, ich habe kein Auto und ich habe kein Telefon. Kurzer Blick ins Bad, das ist schon alles. Also ein Fußboden-WC und ein Wasserhahn. Also ich habe einen Anschluss an die städtische Wasserversorgung, aber ich hole immer bloß das Trinkwasser raus. Das heißt so circa 3 bis 5 Liter am Tag. Und das hat einen Jahresverbrauch von zwischen 1 und 3 Kubikmeter an Jahresverbrauch. Also die Wasserrechnung liegt mit Wasser und Abwasser etwa bei 20 Euro im Jahr. Ordentlich durchorganisiert ist hier alles. Optimal genutzt wird auch der Keller. Und damit ich nicht dann jedes Mal runtergehen muss, dann hänge ich mir da halt eine Tüte mit der Butter und mit dem Käse dran. Und das ist dann im Prinzip der Eisschrank. Und da unten liegt Holz drin, Kartoffeln, Gemüse. Da ist der Wasseranschluss. Ne? Wobei, also das meiste Wasser verbrauche ich Regenwasser. Das ist draußen in der Zisterne. Selbstverständlich besitzt ein ordentliches Häusle in Oberschwaben nicht nur einen Keller, einen Dachboden gibt es auch. Ja, Treppe gibt es natürlich dann hier auch nicht. Da tut es dann eine Leiter in den Dachboden rauf. Und da sind dann eigentlich ein bisschen Vorräte so an Material, an Leder, an Wolle und auch so ein kleines Besuchsbett für eins meiner Kinder. Mittlerweile im Vorruhestand konnte sie in der eingesparten Arbeitszeit jetzt sogar ein Buch zum einfachen Leben fertigstellen. Jetzt habe ich 700 Euro netto Rente. Und das ist für andere Frauen ist das sehr wenig, wenn man Miete zahlen muss und noch seine diversen Geräte hat und Nebenkosten entstehen. Und Nebenkosten, das ist bei mir so wenig, weil man halt alles gleich dann selber macht, was man braucht. Und dann sind 700 Euro sind viel. Und ich denke, bei uns beim Sparen, wenn man rechtzeitig anfängt und kontinuierlich spart, kann man früher aufhören zu arbeiten oder wie Sie nur 3 Monate im Sommer, ein Dreivierteljahr. Ja. Also ich denke, diese Lebenszeit, diese 7 Jahre vor der Rente, jedes Mal 9 Monate frei, das kann mir schon keiner mehr nehmen. Das habe ich schon gehabt. Gell? Das war jetzt toll, nochmal Ihr Häuschen sehen zu dürfen. Und es ist so gemütlich. Durch Sparsamkeit hat sie sich ihre Freiheit finanziert. Tschüss. Ade. Eine kluge Form von Lebenskunst. Was Anne Donat den vorzeitigen Ausstieg aus dem Arbeitsleben ermöglicht hat, haben andere zum Beruf gemacht. Wir wollen 2 Profi-Sparfüchse aus Briedlingen bei Lüneburg besuchen. Seit Jahren sammeln sie Ratschläge, wie man mit wenig Geld auskommen kann und schreiben Bücher darüber. Kurt Meyer und Uwe Klinker waren lange arbeitslos. Dann erinnerten sich Kurt, der frühere Elektroniker, und Uwe, der mal ein Autohaus geleitet hat, daran, dass ihre Großeltern hier auf dem Lande noch wussten, wie man mit wenig Geld auskommen kann. Ein beliebter Spartrick war das Kartoffelnstoppeln. Zur Erntezeit ging man hinter dem Traktor hinterher und klaubte zusammen, was am Rande so liegen blieb. Ja, alles wunderbar. Also ich sag mal 5 Minuten. So, ich krieg schon einen langen Arm. Ich glaube, so 7, 8 Kilo habe ich schon. Mehr Geld kann ich ja gar nicht verdienen. Warum machen das nicht mehr Leute? Ja, das frage ich mich auch, weil die einfach zu bequem sind, zu faul. Ne? Die wollen sparen. Ja? Ich muss noch mal hinter dir hinterher nachstoppeln. Guck mal hier, was du alles liegen lässt. Ja. Die dicken Kartoffeln hier, siehst du das? Ja. Hast du liegen gelassen, du. Ja. Also Doppelstoppeln ist angesagt. Doppelsparen. Bauer Andreas Mund aus Bardowick hat nichts dagegen.
Auch er hat übrigens seine Spartricks. Sein Trecker kann alleine fahren. Das überrascht sogar Kurt Meier, obwohl er ja selbst ein Landei ist. Andreas, fährt er immer alleine? Kennt er den Weg? Bauermund lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Seine Kartoffeln müssen jetzt schnell geerntet werden, bevor der Frost kommt. Dann würden sie süß und schmecken nicht mehr. Die beiden Stoppler sind für ihn gar kein Thema. Wenn man vorher fragt, ist das in Ordnung. Ja. Er findet es sogar gut, wenn die Reste wegkommen. Er bereitet manchmal, wenn es keine strengen Winter gibt, dann bereitet es manchmal im nächsten Jahr Probleme mit dem Durchwuchs, weil die ja wieder anfangen zu wachsen. Wenn jemand kommt und fragt, der kann gerne hinter den Ruder hinterherlaufen und sich die aufsammeln. Früher haben das ganz viele gemacht, haben die Schulen, Kindergärten gefragt. Heute macht das keiner mehr. Wahrscheinlich, weil es umsonst ist. Vielleicht soll er sagen, für 5 Euro, dass denn mehr kommen. Also früher, meine Oma, die mir das erzählt, sagte auch, das waren ja nicht nur Einzelne, da waren ja mehrere, die das abgestoppelt haben. Ja. Ne? Das heißt, der Acker war nachher blitzeblank sauber. Ne? Aber du kannst ja alles Gemüse hier nachsammeln, hier in Badewiek, wenn du dich mal ein bisschen schlau machst. Du kannst Kartoffeln, Kohl, du kannst alles nachsammeln. So, der ist schon mal voll, der Kleine, wir machen den Großen voll. Ja, und jetzt gehen wir mit dem Kleinen weiter. Ne? Ist so schwer, du. Noch am selben Tag machen sich die beiden Profisparer an ihre nächste Aufgabe. Nach Büchern über das günstige Kochen nach Hartz-IV-Regelsatz und über Spartipps im Haushalt arbeiten sie jetzt an einer neuen Broschüre. Es geht um die Marken hinter den Billigangeboten. Seit Monaten recherchieren sie bei allen großen Discountern. Fleischsorte lohnt sich von, du hast gesagt Steinhaus, ne? Steinhaus. So, da haben wir jetzt im Grunde 250 Gramm, 1,89. Ja. Schaff's mal mit. Ja, 1,89, so. So, und jetzt haben wir die von Gute Günstig, die Fleischschotteloni, sind hier. Die, genau, und da sind drin. Genau, da ist jetzt drin 400 Gramm, 1,19 €. Ja, guck mal, da sind ja noch viel, viel mehr drin, ne? Kilopreis 2,97 €. Genau. Und hier ist Kilopreis 8,40 €. Ja. Guck mal, so im Grunde genommen, das ist ja echt der Hammer. Das ist genau derselbe Kram. Das hängt sogar noch nebeneinander. Muss gar nicht und das laufen, ist viermal so teuer wie das. Mhm. Das ist unglaublich eigentlich. Ne? Wie weiß man jetzt, dass das auch wirklich derselbe Hersteller ist? Ja, anhand der DE-Nummer. Ne? So, die finden wir jetzt hier. Die finden wir allerdings nicht immer, aber oftmals finden wir sie hier. Ja. Hier ist sie eingekreist. Ja. Und da ist sie auch eingekreist. Mal vor. Musst du mir jetzt helfen? EV110 hier, EV110. Also ist akkurat derselbe Hersteller. Das ist ja auch schon sehr klein geschrieben alles, dass man nicht so auf Anhieb drauf stößt. Das ist ja im Grunde aber auch bewusst. Gewollt, ja. Darum machen das die Hersteller eigentlich. Ja, ich denke mal, die werden ihre Kapazitäten ein bisschen ausbauen dadurch. Und ich sag mal, diese Produkte, die brauchen sie nicht groß bewerben. Da gibt es keine teure Werbung und das rechnet sich auch unterm Strich. Monatelang haben sie die Herstellernummern recherchiert und die Produkte getestet. Unterschiede konnten sie nicht feststellen. So, jetzt haben wir einmal die Froster Paella, die haben wir jetzt hier. Ne? Genau. Was sind, wie viel Gramm? So, das ist hier oben, das ist 500 Gramm, ja. 3,29. Ja. Jetzt haben wir die Gut und Günstig, die liegt hier gleich daneben an. Mhm. Und das ist? Ja, auch Paella. So, und das ist jetzt hier Gut und Günstig. Jetzt muss ich gucken, hier 750 Gramm, ja. 1,65. Jetzt haben wir hier im Kilopreis wieder 2,20 €, ja. Zu 4,38 €. Ja. Das ist also ungefähr die wieder, fast die Hälfte. Nee, ist ein Drittel. Nee, ist mehr. 2,20 € zu 4,38 € ist ja wohl die Hälfte. Kopfrechnen ist nicht jedermanns Stärke. Doch wie immer geht es gleich im Anschluss zu Kurt Meier nach Haus, um die Preise in den Computer einzupflegen. Ja, aber das kennen wir ja schon. Das ist ja nichts Neues mehr. 6 Bücher und 3 Broschüren haben die beiden schon erarbeitet. Das ist ja interessant für den Verbraucher. Da ist ja ein Potenzial, Sparpotenzial von bis zu 70% oder 80% hatten wir bei Gewürze. Und das ist sicherlich ganz interessant für den Verbraucher zu wissen. Mit der neuen Broschüre kann der Verbraucher bei allen Discountern vergleichen, welche Marken stecken hinter den Billigprodukten und was lässt sich sparen. Diese Kräuterbutter? Wie viel? 100 Gramm. Ja.
99 Cent. Also Komma 99. Gut. Ja. Steinhaus Fleisch-Tortelloni, die waren doch hier auch. Hier sind die doch, ne? Ja, genau. So, 250 Gramm. Ja. 1,89. 1,8. Ich muss mal gucken, weil deine Schrift kann ich auch nicht so gut immer lesen. Du. Ist halt Schwundes überall. Tatsächlich errechnen die beiden bei den Tortelloni eine Ersparnis von 58,9%. Mittlerweile sind die beiden Sparfüchse auch in Talkshows gefragt. Ihre Sparratschläge liegen im Trend. Dabei geht es Meier und Glinker um knallharte Verbrauchervorteile. Als Geizhälse sehen sie sich nicht. Ich sag mal, mit Geiz hat das überhaupt nichts zu tun, weil ich bin auch nicht geizig, bezeichne mich auch nicht als geizig. Das ist ja eigentlich was Negatives, nichts Positives. Ich hasse das selber, wenn Leute wirklich geizig sind. Ich bin aber sparsam. Also bei mir ist das so, wenn ich 10 Euro habe, kann ich nicht 20 ausgeben. Und dann muss ich sehen, wo ich spare. Und sparen kann man halt beim Essen. Miete, Strom, das sind alles Fixkosten, da kann ich nichts dran rütteln. Und ich kann nur beim Essen sparen. Und ich sag mal, wenn ich die Augen aufmache, dann bekomme ich die No-Name-Produkte, was in Wirklichkeit ja auch Markenprodukte sind, halt für die Hälfte. Mit günstigen Produkten schmackhaft kochen, das hat auf dem Lande Tradition. Wir besuchen den Hartmannschen Hof in Trögeniendorf. Auf diesem 400 Jahre alten Anwesen leben noch 3 Generationen zusammen. Mutter Hanna Hartmann und Tochter Anke Lange bereiten gerade eine Nachspeise aus Kuchenresten vor. Das gibt Lüttenputt in Grodenputt oder Großen Hans, so heißt das bei uns. Das sind Kuchenreste. Wir haben vorgestern Besuch gehabt und hatten Kuchen gehabt. Und dann ist das ein bisschen bei übergeblieben. Und das kann man jetzt, würfeln wir. Und dann kommt da Eiermilch zu und dann tun wir das in eine Puddingform und setzen das im Wasserbad auf. Und dann kann man das nachher stürzen und das mögen wir alle sehr gern. Auch das Hauptgericht ist so lecker wie günstig und das spart auch noch Arbeit. Das wird Kohleintopf oder schnelle Kohlrouladen. Kohlrouladen muss man normalerweise drehen, so aufwickeln und das ist immer, macht immer viel Arbeit. Und man kann das auch einfacher machen, indem man den Weißkohl einfach nur würfelt und dann Hack anbrät, ein bisschen Zwiebel dazu. Zeit sparen ist bei Anke Lange wichtig, weil sie noch manches andere zu tun hat, wie wir später sehen werden. Es hat mit ihrem mobilen Sägewerk zu tun, auf das die Langes besonders stolz sind. Die Langes bauen nämlich nicht nur Gemüse und Getreide an, sie haben eigenen Nutzwald. Und Ulrich Lange sägt, häckselt und fräst von morgens bis abends alles selbst, was in Trögeniendorf so gebraucht wird. Also Holz ist eigentlich einer meiner größten Betriebszweige. Und ich verwerte das Holz komplett. Also eigentlich bin ich im Holzbereich für meine Begriffe autark. Ich mache eigentlich alles aus Holz. Zum Beispiel Rundstäbe für die Hochsitze bei der Drückjagd nächste Woche. Die soll Peter, der Dorftischler, für die Jäger bauen. Das sind 12er, 3 Meter. Was willst du haben für die? 3, 4, 6, 7 Stück bloß. Hast keine 8? Wie viel brauchst du denn? 8? So, und bei 90 habe ich hier Brüstungshöhe. So, und das andere sind die Beine. Ne? Und dann kommen 6 Stufen hoch und dann sitzen die da oben. Dann haben die besseren Schusswinkel nachher, dass sie sich da nicht gegenseitig umhauen. Ich hab noch stehen. Schieb da noch immer schnell einen durch. Da hast du 8. Was bei der Fertigung der Rundstäbe an Spänen anfällt, ist nicht verloren. Ulrich Lange leitet alles weiter zur Heizungsanlage in die alte Scheune. So spart er teuren Brennstoff für den gesamten Hof. Vom Kostenfaktor her, ich fahre in den Wald, hole mein eigenes Holz, Abfallholz. Also eigentlich unterhalte ich der Maschinen, Sprit und Kram, bin ich irgendwo bei, na, lass 2000 Euro sein. Und im Heizölbereich wären es eben 10.000. Der alte Herr Hartmann lebt schon lange auf seinem alten Teil im ersten Stock. Doch wenn es schnelle Kohlrouladen und Lüttenpott in Grotenpott gibt, lässt er nichts anbrennen. Tochter Anke hat als ausgebildete Hauswirtschafterin das Sparen im Blut. Etwas sparsam sollte man schon sein und eben gucken, dass man auch die Reste verwerten kann und nicht einfach, wenn was überbleibt, wahllos wegschmeißt. Heutzutage hungern so viele Menschen in der Welt
Und wir aßen hier so mit dem Essen rum. Das ist eigentlich traurig und macht man nicht. Und man verarbeitet das eigentlich oder sollte gucken, dass man das verarbeitet. Auf dem Hof der Hartmanns muss keiner lange suchen, um Reste und Ressourcen zu nutzen. Abnehmer gibt es immer. Gänse, Hühner und Schafe warten schon. Und was das eigene mobile Sägewerk so an Brettern, Bohlen und Randhölzern hergibt, das wird auch genutzt. Und wir haben das alles selber gemacht. Den Schuppen für die Tiere, für die Schafe habe ich selber gebaut. Das sind Reste. Wenn wir überwiegend Balken sägen wollen, dann fallen Kantenbretter, Spatenbretter an. Was dann noch nicht verarbeitet ist, wird von Anke Lange auch noch in Form gebracht. Das gesteckte Sitzmöbel aus eigenem Anbau ist ihre Erfindung. Was wird das, Frau Lange? Das wird ein Steckstuhl. So wie dieser HSV-Stuhl schon fertig ist. Bekannter von mir, der ist Dortmund-Fan. Und der wollte gerne so einen Stuhl haben. Ist echt klar, kein Problem. Die machen wir. Und ja. Und der hilft mir so auch hin und wieder. Und dann. So hilft dann eine Hand die andere und dann kriegt er halt mal so einen Stuhl. Die Holzverwertung auf dem Hartmannschen Hof ist mit den Steckstühlen noch nicht zu Ende. Mama? Ja? Ich hab hier noch das Fräsgut. Willst du das haben? Ja, gerne. Von den Rundhölzern? Ja, gerne. Das Abgefräste? Das muss ich hier. Ich habe hier noch bei den Himbeeren und hier bei den Sträuchern, bei den schwarzen Johannisbeeren. Ja. Da gut. Kann ich mir das noch zwischentun. Da ist so viel weg. Mutter Hartmann freut sich. Sie hat längst schon die Zukunft im Blick. Das sind Roteichen. Und die habe ich als kleine Bäumchen bekommen, so Auflauf von Saat aufgelaufen. Und habe die hier 2 Jahre jetzt verschult. Und die nimmt mein Schwiegersohn dann mit in den Wald, damit auch da mal nachgepflanzt wird. Ein bisschen was Gediegenes, ein bisschen was anderes. Und heute ist ja der Trend wieder, dass man Mischwald pflanzt, anpflanzt und dann passen die Roteichen ganz gut dazu. Der Holzkreislauf auf dem Hof der Hartmanns ist also nie zu Ende. Er beginnt wieder von vorn. Auch die Kinder wollen die schnelle Kohlroulade nicht verpassen. Wer einwendet, Frau Langes schnelle Kohlroulade sei gar keine, dem sei gesagt, sie schmeckt aber so und wird noch viel schneller weggeputzt. Jetzt kommt der spannende Moment. Ups. So. Und wir haben einen Lötenpott in Kronenpott. Trara! Und jetzt wollen wir sehen, ob er schmeckt. Alle werden ganz schweigsam. Bei diesem Resteessen gibt es nichts zu meckern. Auch ohne Haushaltsführerschein bestimmen bei Herrn Danzer in Nürnberg die kleinen Spartricks seinen Alltag. Gerade macht er sich auf den Weg in die Apotheke, nicht weil er Pillen braucht, sondern um die kostenlose Apothekenzeitschrift zu holen. Ich habe eine und mit Fernsehprogramm wieder was gespart. Als nächstes geht es in den Bahnhof. Auch hierher kommt er regelmäßig für ganz bestimmte Besorgungen. Mein Druckerpapier habe ich auch. Das habe ich vom Reisebüro aus dem Bahnhof. Und zuletzt steuert er sein ganz persönliches Einkaufsparadies an. Einen Laden namens Preisteufel, der viele Lebensmittel führt, bei denen der Lagermeister nicht aufgepasst hat. Jetzt haben diese Artikel ein echtes Problem mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Daher ein wirklicher Sonderpreis. Die Salami verlockt Herrn Danzer durchaus sehr, aber die wird wohl bald noch günstiger werden, das weiß er aus Erfahrung. Anders als Fleisch und Wurst werden Weine oft besser mit dem Alter. Zum Abschluss des heutigen Einkaufs will er noch seinen Freund vom Zeitungsladen gegenüber ein bisschen aufziehen. Was wird der dazu sagen, dass es beim Apotheker Fernsehzeitungen umsonst gibt? Ich habe gesagt, ich komme noch mal. Mhm. Schau her.
Fernsehprogramm umsonst. War da Apotheken. Siehst du das, ha? Ein TV gesund und leben. Begeistert scheint er wirklich nicht zu sein. Es ist ein Trend. Haben Sie viele so Knauser und Geizhälse? Wir haben sehr viele Knauser und Geizhälse, ja. Die halt versuchen, aus dem Leben was rauszuschlagen. Herr Danzer findet nichts dabei. Er ist zufrieden mit der Ausbeute seiner heutigen Schnäppchenjagd. Doch auch anderswo leben unangepasste Menschen, denen Geld nicht alles bedeutet. Menschen, die an anderen Dingen sparen. Ein Beispiel ist die Familie Gottstein in Berlin. Herr Gottstein spart Zeit. Der Musikwissenschaftler ist Spezialist für neue Musik und schreibt Kritiken. Neue Musik zu verstehen und kritisch zu beurteilen, ist eine arbeitsintensive Sache. Zum Beispiel diese Komposition von Enno Poppe für 9 Musiker mit dem Titel »Schrank«. Hat man keine Zeit, um sich gründlich darauf einzulassen, bleibt der Inhalt des Stücks mit dem Titel »Schrank« schlicht verschlossen. Der Job ist tatsächlich zeitintensiv. Und zeitintensiv ist er auch dadurch, dass meine Frau auch berufstätig ist und die Arbeitszeit immer sehr knapp zwischen uns verteilt werden musste. Und man nachmittags die Kinder hatte und dann aber das Abendessen um 18 Uhr auf dem Tisch stehen musste. Und das führte gelegentlich zu Katastrophen. Der Abwasch blieb liegen. Es gab gravierende Dissonanzen in der Familie. Herr Gottstein erkannte, er musste dringend Zeit sparen. Es hat mich dann im Laufe der Wochen immer mehr gewurmt, dass das so kompliziert ist, einfach ein Abendessen zu bereiten, was nicht jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce ist. Und dann habe ich angefangen, diesen Speiseplan zu entwerfen, der mir den Rest meines Lebens ermöglicht, etwas zu essen, ohne dass ich vorher darüber nachdenken muss, was es gibt an dem Abend. Sein zeitgenössisches, zeitsparendes Werk war der ewige Speiseplan. Im Prinzip ist er aufgebaut wie eine Art Komposition, das kann ich schon sagen. Es gibt sozusagen bestimmte Rhythmen, die immer wiederkehren. Der erste Tag der Woche ist immer ein Nudelgericht, der zweite Tag der Woche ein Kartoffelgericht, der dritte Tag der Woche ein Reisgericht und so weiter und so fort. Alle 2 Wochen samstags gibt es eine Suppe. Dann läuft der Speiseplan wöchentlich so durch im Rhythmus. Dann kommt am nächsten Montag wieder ein Nudelgericht, aber ein anderes. Dann läuft der 6 Wochen durch und dann wiederholt er sich fast genauso, aber mit kleinen Abweichungen. Am Ende der 6. Woche gibt es zum Beispiel Kaiserschmarrn. Am Ende der 12. Woche gibt es Milchreis. Das führt dazu, dass ich 4-mal im Jahr Milchreis essen muss. Das halte ich gerade noch aus. Wenn es öfter wäre, wird mir das zu viel. Und so hat das alles ein gewisses Gleichgewicht und eben aber auch diesen Rhythmus und was Zyklisches. Ursprünglich hatte Björn Gottsteins Lebensgefährtin Martina Seber den ewigen Speiseplan belächelt. Auch sie ist Musikwissenschaftlerin. Auch sie schreibt über neue Musik. Doch jetzt leben sie schon 5 Jahre nach dem zeitsparenden System. Kein Gedanke wird mehr darauf verschwendet, was man kocht und was man braucht. Einkaufen muss die Familie jetzt nur noch alle 3 Tage. Darüber hinaus spart der ewige Speiseplan auch Bares. Es spart Geld in der Hinsicht, dass wir nichts mehr wegwerfen. Wir haben einfach keine Reste, weil wir nicht auf dem Markt stehen und kaufen, was gerade schön aussieht. Wir sehen wieder einmal, auch Zeit ist Geld und umgekehrt. Ich habe mir Gedanken gespart letztendlich. Ich habe mir Fantasie gespart in sehr fantasiearmen Zeiten. Wenn ich von der Arbeit komme und ich merke, ich habe diese ganz schnelle Umstellung, ich hole die Kinder ab, man steht mit den Kindern im Supermarkt und ich muss jetzt statt arbeiten plötzlich überlegen, was es zu essen gibt. Das ist der Moment, wo ich sehr froh bin, wenn ich weiß, ist der Speiseplan ist da und ich muss jetzt nicht auch noch kreativ sein im Hinblick auf unseren Speiseplan. Den Kindern schmeckt es auch. Der Speiseplan ist vegetarisch, doch nicht dogmatisch. Wenn Vater Gottstein auf Reisen ist, gibt es ausnahmsweise auch mal ein Stück Fleisch. Heute ist regulär Woche 6, Tag 5, Cannelloni. Also, Woche 6, Tag 5 ist Cannelloni. Das gibt's auch heute. Und wenn ich auf die Uhr gucke, 18 Uhr und 50 Sekunden, sind genau pünktlich, haben es geschafft. Und eigentlich kann es nichts Schöneres geben, als wenn der Speiseplan seine Bestimmung hat und die Familie glücklich macht. Die eingesparte Zeit kann Herr Gottstein jetzt ohne Verluste in seine Arbeit einbringen. Denn Enno Poppe hat nicht nur das Stück Schrank für 9 Musiker geschrieben. Zu entschlüsseln bleibt auch ein Stück wie Salz für Ensemble, Rad für 2 Keyboards und so weiter. Die neue Musik ist ein weites Feld. Was würden Sie am 2. April 2013 hier zu essen machen, Tag 2? Das ist relativ einfach. Da gucke ich im Speiseplan nach. Risotto mit Gorgonzola, Apfel und Walnüssen.
Herr Gottstein hat den Kopf jetzt frei. Nie muss er darüber nachdenken, was es zu essen gibt. Nur so können die Geheimnisse der neuen Musik enträtselt werden. Selbst zu komponieren fällt Herrn Gottstein nicht im Traum ein. Sein Opus Magnum liegt ja vor. Ich habe jetzt sehr viel über neue Musik geschrieben und ich mache das auch sehr gerne und verdiene da mein Geld mit. Aber ich weiß, dass was ich der Welt einst zu hinterlassen gedenke, das ist doch dieser Speiseplan. In Nürnberg amüsiert sich währenddessen das Ehepaar Danzer bei seinem heißgeliebten Zeitvertreib, dem Kniffelspiel. So, spielen wir noch eine Runde? Gern. Dann muss ich aber noch was ausdrucken. Wurf für Wurf wird notiert, manchmal über lange Zeit. Natürlich nicht auf teurem Schreibpapier. Zum Einsatz kommen jetzt die unbedruckten Rückseiten der Flyer aus dem Reisebüro im Bahnhof. Nachhaltige Verwendung finden auch die Biomülltüten vom Discounter. Jeder Liebesroman, den die Danzers gern lesen und immer für ein paar Cent von eBay beziehen, wird nach der Lektüre auch gleich wieder versteigert und in den kostenlosen Tüten verschickt. Das kleben wir jetzt dann da drauf. Wie viel kostet so ein Umschlag? Der kostet bestimmt 50 Cent, kann ich mir vorstellen. Und dann ist eine Büchersendung. Das kann ich jetzt für 85 Cent verschicken. Normalerweise kostet es 1,45. Vergessen viele, dass man Büchersendungen machen kann. Sogar für Briefmarken kennt Herr Danzer einen Trick. Ja, bei eBay kriegt man auch Briefmarken günstiger. Es gibt Firmen, die wollen E-Mail-Adressen haben. Und die verkaufen eBay diese Briefmarken günstiger, 10-20%. 10, 20, 30% günstiger wird eingekauft. Doch Frau Danzer kann es noch besser. Das hat gar nichts gekostet. Das ist ein Produkt, das ich testen soll. Wunderbar, der Lippenstift. Man sieht nicht viel, doch die Firma erspart sich so den Tierversuch. Haben wir schon öfters mitgemacht, im Internet sich angemeldet. Zum Beispiel haben wir mal 48 Flaschen Mineralwasser von einem Markenmineralwasser bekommen. Und das Tolle war, die Flaschen, das Leergut durften wir behalten, pro Flasche 25 Cent. Und da gibt es viele Firmen, und da bewerbe ich mich immer wieder, da kann man auch sparen. Fast hätte er vergessen, die neue Woche beginnt. Herr Danzer muss die neue Apothekenzeitschrift holen. Natürlich nur wegen des Fernsehprogramms. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Danzer. Die Umschau hätte Ihre ich gerne. Rentner, Bravo. Ja, genau. Da ist auch gar kein Fernsehprogramm mehr drin. Oh, tut mir leid, das ist jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr drin. Schade. Die Apothekenumschau kostet die Apotheker beim Verlag 1 Euro, mit TV-Programm sogar noch mehr. Die Apothekenumschau müssen Sie als Apotheker ja bezahlen, ne? Ja, die müssen wir bezahlen. Wir geben sie aber an unsere Kunden kostenlos weiter. Und mit Fernsehprogramm ist teurer? Wäre etwas teurer, ja. Kann man nichts machen. Ja, man muss sparen, wo man kann. So ist es, so ist es. Ich mache das ja genauso. Sparen, wo man kann. Herr Danzer muss erkennen, auch frische Spartipps haben ein Haltbarkeitsdatum. Deutschlands Apotheker sind aufgewacht und knausern so wie er.